Hallo bei iWalk. Wir stehen heute in Lauterbach in der Umgehungsstraße 39 und stehen vor der JD-Druckerei und möchten euch für unsere Frankfurt-Kreativliste möchten wir euch JD-Druck vorstellen. Genau. Okay, hier ist der Eingang. Ja, hier wird man gleich willkommen geheißen. Schaut her, das ist das Thema, was heute da ist. Und ich gehe jetzt erstmal zu Heiko und Heiko führt mich ein bisschen rum. Servus Heiko, hallo, Andreas. Heiko führt uns ein bisschen rum. Heiko ist schon seit längerem bei JD-Druck. Wie lange arbeitest du hier? 24 Jahre jetzt schon. 24 Jahre, okay. Also Heiko kennt es aus. Hat uns eben schon mal ein bisschen rumgeführt. Von der Pike auf gelernt und jetzt schauen wir mal, was wir okay. zu zeigen haben. Okay. Perfekt. Okay. So. So, das hier ist unsere Druckvorstufe. Hier werden also die Daten, die vom Kunden kommen, von der Agentur kommen, aufbereitet, fix und fertig gemacht für den Druck selber dann. Okay, okay. Also hier kriegen Leute, arbeiten hier mit, keine Ahnung, was arbeitet man da? Wir haben Photoshop und... Da fragen wir noch reich mit den Kollegen okay. hier, unser Dirk Sander. Hier kannst du mal ganz kurz... Servus Dirk, hallo. Andreas von iWalk, hallo. Erzähl mal kurz, wie ihr das macht. Also ihr kriegt wahrscheinlich irgendwie per Dropbox, per WeTransfer oder E-Mail die Dateien. Genau. Ja? Die kommen von Kunden, von Agenturen. Wir schießen die aus, bereiten sie vom Druck vor, die werden gerippt, gerechnet, dann auf Platte belichtet und gehen dann in die Druckerei. Okay, perfekt. Ja, super, okay. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Genau, jetzt wird es sehr laut, hat der Heiko schon gesagt, weil wir müssen mal gucken, ob das mit dem Sound wirklich gut funktioniert. Heiko, komm mal auf meine rechte Seite, da sehen wir uns besser. Okay. Okay. Warte mal hinten an einer Maschine. Okay. So. Ich glaube, wir können uns wirklich gut verstehen. Wir probieren es mal aus. Was passiert da? Hier, das ist jetzt unsere Druckmaschine. Hier wird das Papier, was auf Format angeliefert wird, auf Paletten, wird die Bogen einzeln in die Maschine eingeführt, okay. wo die dann mit den vier Farben, den Standarddruckfarben der Euroskala bedruckt werden. Hier sind die einzelnen Druckfarben, schwarz, blau, rot, gelb, die dann am Ende das fertige Bild ergeben. Okay. Das sehen wir dann vorne jetzt am Ende der Maschine. Das heißt aber ihr druckt immer in vier Farben. Und was man hier sehen kann, ihr habt einmal, hier ist jetzt schwarz-weiß. Das heißt, ihr habt einmal zum Beispiel in Blau ausgegeben. Das sind die einzelnen Auszüge schwarz, dann das Schwarz mit dem Blau, Schwarz, Blau und Rot. Und dann ist dann mit Gelb das fertige Druckbild. Okay, okay. Mit den vier Standardfarben. Wir können natürlich genauso auch alle Pantone, HKS-Farben, kein Problem, drucken, aber das ist der Standard. Okay. Okay, das war jetzt die etwas kleinere Maschine. Es gibt noch eine größere Maschine. Das heißt, je nach Auftragsvolumen gibt es halt eben die eine oder die andere Maschine. Je nach Formaten. Hier ist unsere große Druckmaschine im Format 105x75, wo da richtig große Aufträge laufen. Vom Prinzip her das gleiche, Okay. wie wir eben gesehen haben, nur noch größer. Okay, jetzt gehen wir hier rüber. Gehen wir rüber. Nach dem Drucken werden die Bogen geschnitten für die Weiterverarbeitung. Das sehen wir jetzt schön hier in der Maschine. Gehen wir gerade um die Ecke. Sehr gut. Gehen wir näher ran. Gucken wir mal genauer an. Okay. Der Kollege hat noch alle 10 Finger. Ja. Okay, es kommt hier rüber. Wird da reingelegt. Ich habe vorhin mal geschaut, der Kollege muss hier unten auf diese Knöpfe gleichzeitig drücken mit beiden Händen. Dass nichts passieren kann. Damit einfach nichts passieren kann. Dass er noch mit 10 Fingern nach Hause geht. Und jetzt ist der ganze Bogen komplett einmal durchgeschnitten. Der ganze Block komplett auf das Format geschnitten. Ja, läuft alles auf Luftstrom. Der Kollege muss nichts mehr groß heben, alles automatisch heutzutage. So, und hier haben wir unsere Falzmaschinen, wo die Bogen für Broschüren und so weiter auf das Format gefalzt werden. Okay. Das passiert hier in den beiden Maschinen. Mhm. Und nach den Falzen kommen sie in unsere Heftmaschine, die jetzt auch gleich anläuft. Hier werden jetzt die beiden Bogenteile ineinander geführt. Mhm. Ein Stückchen weiter laufen auf die Förderbahn. Werden vorne geheftet und direkt dreiseitig geschnitten. Okay. Und am Ende haben wir die fertige Broschüre. Es geht aber ganz kurz durch. Also hier läuft es durch. Hier ist die Heftung. Die wird geheftet, okay. Hier oben, wenn du hier oben reinfilmst, wird die von drei Seiten beschnitten. Okay. Und die fertige Broschüre. Kommt, was genau.
Okay, super. So, jetzt gehen wir zur Blut- und Prägemaschine. Ganz genau, zu unserer Veredlung. Die zwei ältesten Maschinen, die eigentlich jede Druckerei noch im Hause hat, wo Prägestanzarbeiten gemacht werden. Jetzt kommen wir von der Geschwindigkeit mal ein bisschen runter hier. Aber es ist halt eine sehr genaue Arbeit. Okay. Und die Bogen laufen auf beiden Maschinen. Okay, also wenn irgendwo Löcher rein müssen, irgendwelche Knicksachen, also das macht wird alles hier gemacht. Okay. Genau. Kleinere Aufträge, um sich nicht lohnt, die Maschinen anzuwerfen, haben wir weiterhin die Handarbeit. Und das passiert hier bei den Kollegen, wo dann halt kleine Auflagen per Hand konfektioniert werden, eingepackt werden, veredelt werden. Das passiert alles hier. Okay. So, hier haben wir unser Farblager. Für alle Kunden, die mit speziellen Farben arbeiten wollen, die außerhalb des 4C-Bereichs liegen, alle HKS-Pantone-Farben, Standardfarben haben wir alle hier auf Lager, um auch schnell reagieren zu können, dass der Kunde schnell seine Ware bekommt. Okay. Hier ist das Papierlager. Hier ist das Papierlager, mit den, auch den Standardpapieren, die wir ständig im Einsatz haben. Okay. Für besondere Kundenwünsche wird auch Papier extra bestellt, aber die Standardzahl haben wir alle hier eingelagert. Super. Okay. So, und hier? Hier gehen wir rein. Hallo, sind wir jetzt in unserem Digitaldruckbereich, Lettershop-Bereich. Hier werden halt die kleinen Sachen gedruckt an der Digitaldruckmaschine. Mhm. Und hier links komplette Mailings verarbeitet, die einzelnen Bogenteile zusammengeführt, in Umschläge verklebt und direkt dann in Postkisten und ab an die Post und weg. Wir gehen jetzt in unser Museum. Okay. Museum heißt? Museum heißt, so wie früher gedruckt wurde, im Buchdruck noch, wo jeder Buchstabe einzeln mit der Hand gesetzt wurde, was heute mit der Tastatur geschieht, musste damals alles per Hand gemacht werden. Und da hat diese ganzen Gerätschaften haben wir uns aufgehoben. Wir führen öfters auch Schulklassen hier durch, die dann mal sehen, wie das früher war. Okay, gehen wir mal rein. So, das ist unser Museum mit den einzelnen Setzkästen, die verschiedenen Schriftarten. Wir können hier gerade mal einfach mal reinleuchten. Nehmen wir mal hier 16 Punkt, da sieht man auch was. Sekunde, so, okay. Und hier sieht man dann auch das kleine A, die einzelnen Buchstaben, die dann wirklich nebeneinander per Hand gesetzt wurden und natürlich danach auch wieder wegsortiert werden mussten. Okay. Das heißt, es ist sortiert nach Größe und in der Schublade ist für eine Größe das komplette Set an. Und es ist aufgebaut wie die Tastatur jetzt. Okay. Jeder Buchstabe hat genau sein Feld, dass man auch wusste, blind schon reingreifen konnte und das setzen konnte. Super, okay. Und hier oben sind wahrscheinlich nochmal so... Das sind so Stege und alles dazwischen für Lehrräume. Okay. Super. Und es gibt auch noch die damaligen Computer zu sehen. Die Anfänge der Hightech-Zeit, ja. Okay. Heute total veraltet, aber es ist immer noch mal schön zu sehen. Hat da auch aufgehoben. Super. Genau. Und die Maschine, wie alt ist die? Die ist auch so 60, 70 Jahre alt. Ein Heidelberger Tiegel, wo da wirklich auch kleine Drucksachen gemacht werden können, Prägearbeiten auch wie oben bei der Maschine, wo wir schon waren. Das passiert alles in dieser Maschine. Okay, super. Heiko, ich danke dir. Wir danken dir. Ja. Kein das Problem. Es war super. Es war ganz anders und viel besser, als ich mir vorgestellt hatte. Das ist doch schön zu hören. Sehr, sehr beeindruckend. Okay. Gut. Bis bald. Tschüss. Danke. Ciao.